für Menschen mit Menschen. Das ist Selbsthilfe. Ich heiße Malika. Ich bin schon ziemlich lang in Deutschland, würde ich sagen, fast 17 Jahre. Und 17 Jahre in jegliche Selbsthilfegruppen. Ich habe mich gefühlt einsam und eigentlich ziemlich hilflos. Gut. Weiterhin, ich wusste, dass ich die Menschen brauche. Ich wusste es. Weißt du, es ist so, ich bin chronisch krank. Es ist nicht einfach. Es war auch nicht einfach, meine Diagnose zu bekommen, die ich bekommen habe. Ich habe gesucht. Ich habe gefunden, die Menschen, die die gleiche Problematik wie meine haben. Und ich konnte mich mit denen austauschen. Ich konnte Informationen holen. Und die Menschen aus Selbsthilfegruppe, die waren für mich lebendige, glückliche Beweise, dass man kann mit der chronischen Krankheit leben. Also das war der erste Punkt überhaupt, wo ich verstanden habe, wie wichtig ist eine Selbsthilfegruppe in jegliche Lage in Leben. Das muss ja auch nicht chronische Krankheit sein, wie in meinem Fall. Oder Migrationshintergrund, wie in meinem Fall. Es gibt so viele Selbsthilfegruppen. Es gibt sehr viele Selbsthilfegruppen für Jugendliche, für die Kinder. Es gibt Selbsthilfegruppen für Frauen, die Gewaltopfer sind. Es gibt Selbsthilfegruppen für die Jugendliche, die gerade so in einem Zeitpunkt des Lebens stehen, wo die wissen nicht, wo weiter sollen die hin. Es gibt die Selbsthilfegruppe für jemanden, die ein Mitglied einer Familie verloren hat. Es gibt die Selbsthilfegruppen für die Menschen, die sich einfach einsam fühlen. Es gibt die Selbsthilfegruppen für die chronische Kranke. Das sind verschiedene Krankheiten, also Multiple Sklerose. Es gibt die Menschen, die leiden unter Hepatitis C oder jegliche Art von Hepatitis, die Menschen mit HIV und AIDS, die Menschen, die auf Rollstuhl sitzen, für die Menschen mit Behinderung. Es gab so viele tolle Momente in Selbsthilfegruppen, wo ich war. Die Schifffahrten, die wir durch ganz Berlin unternommen haben, da war ich neu in Deutschland und das war für mich überwältigend. Du kannst dich vorstellen, du sitzt in einem Schiff und dann siehst du Berlin sozusagen von seinem Bauch. Alle Gebäude, die du normalerweise nicht von dieser Seite mal anschauen kannst. Es gab natürlich auch die Aktivitäten mit den anderen Menschen, wo wir haben uns gegenseitig geholfen. Solche Kleinigkeiten, wir waren mal in Bowling. Wir haben zwischen uns, weil das war die Gruppe für chronische Kranke, die Frauen, die nicht so, also die haben nicht so viel Kraft gehabt. Und da haben wir zu zweit mal ein Bowlingkugel einfach nach vorne geschoben. Das ist, siehst du, Selbsthilfe mit so einem tollen Gefühl. Das war diese Bowling. Und dann noch wieder zwei Sachen. Da muss ich auch sagen, weil die eigentlich mein Leben geändert haben. Eins, schau, ich habe Kunstgeschichte studiert. So, habe Diplom und dann zusätzlich noch wieder alles, was mit Kunst zu tun hat. So. Und ich durfte in Selbsthilfegruppe eine Reihe von Workshops leiten, die etwas mit Kunst zu tun hatten. Also das ist eine tolle Methode, Bodymaps, und das ist eine Mischung zwischen Kunst und Therapie. Also tolle Sache, und ich durfte das leiten. Kannst du dich vorstellen? Also ich hatte die Menschen, die ich sehr, sehr, sehr mag, neben mir, also meine Selbsthilfegruppe. Und ich durfte einen Teil von meinem Beruf denen schenken und auch das miterleben. So, also dass diese Kunst ja auch noch mit denen zu binden, das ist einfach, ach, das war was Schönes. Und auch so unsere Selbsthilfegruppe ist ein Theater entstanden. Wir sind im Theater schon über 13 Jahre unterwegs, in jegliche Städte. Und das ist auch, Basis war auch Selbsthilfegruppe. Danach Netzwerk, das ist schon eine andere Stufe. Aber wir fahren mit unseren Theatern. Unser Theater dient zu gesundheitlicher Aufklärung. Also es ist ja nicht Theater zu Vergnügen, sondern wir sind in andere Ebene aus dieser Selbsthilfegruppe gegangen, dass wir für Menschen weiterhin da sind, aber schon unterwegs. So viele Städte, so viele Menschen, die wir kennengelernt haben. Und mit Hoffnung, dass wir auch konnten ja auch menschliche Leben retten. So. Und das sind die Sachen, die ich mit Selbsthilfegruppe und in Selbsthilfegruppe erlebt habe. Und
das ist mein Leben. Also ich kann mich nicht vorstellen, was wäre, wenn ich nicht der Selbsthilfegruppe damals beigetreten bin. Kaum vorstellbar. Wenn du Selbsthilfegruppen finden willst, es gibt unzählige Wege. Es gibt die Flyer, es gibt die Infos sogar in Straßenbahn, in U-Bahn. Ab und zu, du kannst ja mal das Telefonnummer fotografieren, du kannst Zugang finden. In Internet, du kannst ja auch mal einfach nur deine Problematik da eingeben in Suchmaschine und da kommen schon Selbsthilfegruppen. Wenn du im Internet suchst, du kannst auch BAG eintippen und da findest du fast alle Selbsthilfegruppen, die in Deutschland sind. Und wenn du wissen musstest, ob eine Selbsthilfegruppe in die Nähe von dir ist, also vielleicht rum um eine Wohnung, wer weiß, dann kannst du eintippen NACOS. Da findest du die Selbsthilfegruppen, die in deiner Region oder in deinem Ort sich befinden. Und da findest du auch die Menschen, die auf dich warten. Vielleicht treffen wir uns dort. Bitte trau dich. Die Selbsthilfegruppe, das ist eine tolle Sache. Das bereichert Leben. Du wirst die neue Freunde finden. Du wirst die Lösungen für deine Probleme finden. Und vor allem, du wirst nicht mehr allein sein. Und ich wünsche dir viel, viel Glück.